wünsche euch erstmal alle frohe Weihnachten und dann auch fürs nächste Jahr guten Rutsch. Wir beginnen heute mit dem nächsten Vlog. Und zwar geht es ja, wie versprochen, dann morgen nach Amrum. Und ich werde euch mitnehmen, ich muss mich bloß noch ein bisschen ausruhen. Und wie spät haben wir es jetzt? Es ist jetzt genau 14:45. Wir werden eine Stunde losfahren und dann melde ich mich wieder. Ich muss mich noch ein bisschen ausruhen. Mein Vater schläft noch ein bisschen. Und wenn es dann losgeht, melde ich mich wieder. Ciao. Ich sehe mich zwar nicht, aber jetzt geht's los. Freunde, ich weiß, ihr könnt mich kaum sehen, aber wir sind jetzt noch so 180 Kilometer von unserem Hafen Dagebüll entfernt. Mein Vater ist jetzt hier gerade auf den Rasthof gefahren, muss mal auf Toilette. Wir warten jetzt hier noch einen kleinen Augenblick. Wir sind jetzt immer noch, wie ihr sehen könnt, im Dunkeln unterwegs. Ja, man sieht mich jetzt nicht so gut, aber macht ja nichts. Wenn wir dann am Hafen und auf die Fähre fahren, dann melde ich mich dann nochmal. Wo sind wir denn? Wir sind immer noch nicht da, aber es dauert nicht mehr lange. Wir sind nämlich jetzt an einer Tankstelle und ja, mein Vater wollte eigentlich eine Zeitung kaufen, aber anscheinend gibt es keine. Naja. Freunde, so, wir haben es jetzt kurz vor... wie spät haben wir es denn? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. So, wir haben es jetzt kurz vor 8:30. Und wir sind jetzt hier... ich weiß gar nicht genau, wo wir sind, aber auf jeden Fall ist hier ein Edeka. Und mein Vater versucht jetzt zum 5000. Mal, sich eine Zeitung zu kaufen. Und ja, ich kann ja auch mal kurz rüberschwenken. Den Edeka. Ja, und wir sind jetzt hier und wir fahren ja dann noch weiter. Wir dürften bald an der Fähre angekommen sein. Da werde ich auch noch mal filmen, wie wir dann auf den Hafen drauf zufahren. Und ja. Es war eine anstrengende Nacht. Es war die ganze Zeit nur dunkel und hat gewindet draußen und war nass und so weiter. Ja. Und hier ist halt das rege Treiben, hier ist viel los und ich hoffe mal, dass wir auch mit der Fähre gut durchkommen. Und ja, ich melde mich dann auf der Fähre auf jeden Fall, wenn wir dann drin sitzen und erkläre euch da mal ein bisschen das Nordseeleben, erkläre euch diese Fähre mal ein bisschen, weil das ist was Besonderes und ja, ich würde sagen, dann bis gleich. In Dagebüll ankommen. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier sehr viele Autos heute hier. Wobei, naja, es sind mittelmäßig viele Autos. Also wir stehen hier in Spur 5, dann nehmen es die Spur 4, Spur 3 und so weiter. Ich werde euch das kurz mal erklären. Also es ist jetzt folgendermaßen, wir warten jetzt hier auf die Fähre da vorne. Könnt ihr vielleicht sehen, hier ist ein Hafen, Anlegeplatz und auf der anderen Seite müsste auch noch einer sein. Mein Vater ist jetzt gerade auf Toilette gegangen. Und ich warte jetzt hier im Auto. Wir können genau sehen, es ist jetzt gerade kurz nach 9. Wir fahren 9.40 Uhr, das heißt, wir haben noch ganz schön Zeit und ja, die Schlangen füllen sich jetzt langsam. Wir können ja mal einmal uns umdrehen. Dahinter sind auch noch Autos, wie ihr sehen könnt. Jo, und ich habe jetzt doch einigermaßen ausgeschlafen, beziehungsweise bin noch ein bisschen träge, aber ja, da hinten, was ihr jetzt nicht sehen könnt, steht am Gebäude Tor zu den Inseln. Och, ich dachte, jetzt müssen wir vorfahren. Ich kann kein Auto fahren. Mein Vater ist ja nicht hier. Und kann ich hier... Ja, ich kann ranzoomen. Könnt ihr das lesen? Tor zu den Inseln. Ja, das kann man sogar lesen. Genau. Und wir warten jetzt hier. Und wenn ich auf der Fähre bin mit meinem Vater zusammen mit dem Auto, dann werde ich euch dann noch weiteres dazu erklären. So. Hier seht ihr jetzt die Ausfahrt aus dem schönen Hafen Dagebüll, jetzt gerade auch angezoomt zu erkennen. Eine Fähre der beiden, der vier Doppelendfähren, die vor uns fährt, auch Richtung Föhr unterwegs. Diese Sequenz ist kurz danach entstanden, nachdem wir auf die Fähre gefahren sind und uns hingesetzt haben. Und im nächsten Clip werdet ihr dann Näheres zur Fähre erfahren. Freunde, wir sind jetzt hier auf der Fähre. Und wie ihr sehen könnt, haben wir gerade den Hafen von Dagebüll gerade verlassen. Doch leider sind wir die zweite Fähre, die Norderaue, die vor uns fährt. Das ist im Moment jetzt die neueste Fähre, die hier entstanden ist. Das ist eine Neubaufähre. Eine Doppelendfähre, so nennt sie sich. Wir fahren hier heute auf der Utlande. Das kann man jetzt hier gerade gar nicht lesen. Das steht eigentlich vorne dran. Und wie ihr sehen könnt, die Norderaue fährt uns voraus.
Die fährt aber allerdings nur bis Föhr. Wir fahren über Föhr nach Amrum. Da wollen wir auch hin. Ich kann mich auch noch mal zeigen hier. Und ich wollte euch ein bisschen die Fähre erklären. Also wir haben hier, wie ihr seht, das Sonnendeck. Hier ist sogar ein Winch-Only-Point. Da dürfen Hubschrauberbesatzungen sozusagen abgewünscht werden, wenn hier mal irgendwas passiert. Übrigens auch, da ja Weihnachten bald vor der Tür steht, haben die hier sogar einen Weihnachtsbaum rangeklebt, auch nicht schlecht. Und sogar einen echten. Genau, und wie ihr sehen könnt, ist halt hier das untere Parkdeck, sozusagen das große Parkdeck der Schiffe, der Autos. Man kann aber hinten und vorne auch mal, ich werde gleich auch noch mal nach vorne gehen. Und ja, im Autodeck passen so ungefähr 70 bis 80 Autos drauf. Oder weniger Autos und dafür 10 LKWs oder ich weiß gar nicht genau wie viele. Unter mir ist jetzt sozusagen der Salon mit dem kleinen Bordrestaurant. Da oben ist die Brücke, die allerdings auch von beiden Seiten bedient werden kann. Sprich, die können auf die Sitze in der Mitte, sodass man dann hier auch die Rettungsboote, sodass man in beide Richtungen fahren kann. Hier sitzt so eine Windfangtür. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Dann kann ich euch das auch noch mal kurz erklären. Also hier auf der anderen Seite sieht es im Grunde ähnlich aus. Und dann habt ihr hier auf der Seite, ich hoffe, hier ist jetzt keiner, habt ihr auf der Seite sozusagen die Front. Genau. Also wir wollen natürlich hier keine Bild haben. Wie ihr sehen könnt, es ist auch total ruhige See heute. Da ist nicht viel los. Sehr windstill. Ach, wen haben wir denn da? Schaut mal. Die Hauke Hain. Genau, das ist auch eine der Fährschiffe hier. Eines der kleineren und die kommt jetzt hier uns gerade entgegen. Genau, der hat gerade gewunken und ja, da ist ja nicht viel Verkehr drauf. Die fährt jetzt gerade nach Dagebüll. So, und wir fahren wie gesagt jetzt hinter der Norderaue hinterher und werden dann neben der Norderaue dann auch in Föhr anlegen. Mittlerweile schon am Abend hier in der Wohnung und mein Vater ist gerade hochgelaufen, weil er wollte für eine gute Freundin, die er von seiner Arbeit kennt, wollte er noch ein paar Fotos machen und ich bin jetzt hier unten und naja, wir machen jetzt nicht viel, wir warten noch, weil wir müssen noch losgehen. Wir gehen ja heute essen und zwar gehen wir in ein Restaurant, das nennt sich Likedela. Das ist ein, soweit ich weiß, nordfriesisches Wort. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was es steht, das werde ich euch dann später nochmal erklären. Und ich habe in der heutigen Zeit, was rede ich denn, heute nicht so viel gemacht. Ich war noch eher ein bisschen schlafen und ja, habe da nicht so viel veranstaltet. Und ja, mein Vater war mich noch draußen gewesen, ein bisschen spazieren. Ja, und wir gehen nachher essen. Und wenn wir essen gegangen sind, dann werde ich mich entweder nochmal melden oder beim Essen mal gucken, wie ich das dann hätte. Wahrscheinlich eher dann auch. Ja, bis später und euch natürlich guten Appetit.